Shalom und herzlich willkommen zurück zu Einschlafen in Deponia. Ja, letzte Folge. Ich mag es eigentlich gar nicht so wirklich in Worte fassen, wie wenig wir geschafft haben. Gut, wir haben es tatsächlich geschafft, das Blasrohr zu benutzen und haben damit Toni für einen kurzen Moment ein bisschen beruhigt, um die Coupons klauen zu können. Aber ja, was sollen wir jetzt mit Postcoupons, wenn wir nicht in die verdammte Poststelle reinkommen? Ja, okay, so ist das. Ja, ich habe ja in der letzten Folge eigentlich fast ausschließlich versucht, irgendeinen Behälter zu finden, damit wir die Flüssigkeiten zusammenmischen können. Jetzt ist mir jetzt diese Idee in den Sinn gekommen, vielleicht kann ich es auch einfach miteinander mischen. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Energiereiche Säure und belebtes Ernsthaft? Stierblut. Genau, was gutes Kaffeewasser braucht. Oh mein Gott. Da renne ich wirklich 20 Minuten lang wie ein Bekloppter im Kreis. Ständig hin und her und kriege nichts auf die Reihe. Und dabei lag die ganze Zeit die Lösung in meinen Händen. Ich kann das wirklich einfach nicht. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay, aber ich brauche doch auch klares Wasser. Wobei er hier eine Art Magnifying Glass anzeigt. Aber wo soll ich jetzt ein Vergrößerungsglas herbekommen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Okay, Lonzo. Here I am. Gucken wir mal, ob wir was einfüllen können. Das Wasser ist noch nicht klar genug. Aber wie soll ich es denn klar kriegen? Wie soll ich das Wasser denn klar kriegen? Ich kann mich noch an eine Bemerkung erinnern, ein paar Folgen zuvor. Ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendwer meinte, dass es doch einen einfacheren Weg geben muss. Oder einen einfachen Weg gibt, Öl zu filtern. Weil ich ja die Kaffeemaschine von Toni dafür missbraucht habe. Allerdings, wo zur Hölle ist Tonis Kaffeemaschine? Das ist das einzige, wo eine Linse dabei ist. Lieber nicht. Können wir es vielleicht kaputt machen? Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Das dachte ich mir. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Ja, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Das ist gar nichts. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Schön. Ich muss den Trichter erst irgendwo. Das Wasser ist noch nicht. Das Wasser ist noch. Ja, aber wo rein muss ich das Ding denn stecken? Verdammte Scheiße. Oh, Himmel, Herr Gott, noch eins. Ich komme einfach nicht drauf. Ich brauche den Trichter bestimmt. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mauseloch umziehen. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Ich glaube, ich versuche einfach erst noch irgendwelche. Man erkennt doch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Irgendwelche random Sachen und. Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug. Ja, ist ja okay. Ist ja okay. Das ist schon mal keine Zutat. Ich finde, ich komme ganz. Es ist echt verrückt.
wir nochmal hier in die Gasse. Vielleicht kann ich ja den Trichter hier mit dem Einfülldingsbums benutzen. Das wäre zumindest Das ist schon mal keine Z- Ich finde, ich komme... Das ist schon mal keine... Das muss nicht umgefüllt... Niemals. Und Toni wird... Das muss nicht um... Ich muss den Trichter... Ja, okay, aber wo? Wo? Wo musst du den Trichter reinstecken? Das ist schon mal keine... Ich finde, ich komme ganz... Vielleicht kann man den Trichter hier draufstecken? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Nein. Hier ist auch nichts. Hier ist ebenfalls nichts. Wir können zwar vielleicht noch einen Ballon aufpusten. Aber mehr auch nicht. Einer reicht vorerst. Okay, oder auch nicht. Das lässt sich nicht mit Gas auffüllen. Wo soll ich denn bitte schön diesen verdammten Trichter reinstecken? Nicht kleckern, sondern ich persönlich. Ach man, das nervt mich doch so sehr. Das nervt mich doch so sehr. Zu Tonis Laden. Aber hier gibt's ja auch nichts. In den Papagei. Sein Schnabel ist zu klein für den Trichter. Schade. Man bedenke nur die Möglichkeiten. Okay. Das ist schon mal keine Zutat für das Rezept. Ich finde, ich komme ganz gut voran. Das ist richtig, das ist mir auch bekannt. Ach, Mensch, 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 Mensch. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Das ist gut. Nicht kleckern, sondern ich persönlich... Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen... Eigentlich wollte ich dir eine kleine... Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Was hast du da? Ja, reicht es dir etwa noch geklickt. Nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Ein bisschen gemein nicht ist nicht kleckern, sondern nicht persönlich... Der betäubte Papagei würde ja wunderbar hier auf die Stange passen. Toten Tiere mehr. Schon gut, dann wecke ich ihn halt. Tu das, aber woanders. Ich versuch's nochmal im Rathaus. Irgendwo muss es doch klappen. Nicht kleckern, sondern ich persönlich. Ich komme nur auf dumme Ideen. Ich habe ihn nicht gewählt. Habe ich ihn überhaupt gewählt? Oder. Das haben wir alles schon ein paar Mal gehört. Können wir ihn vielleicht bei Gaul in den Mund stecken? Was soll das werden? Ich will ihr nur diesen Trichter in den Mund stecken. Nicht, solange ich ihr behandelnder Arzt bin. Und ich ihr behandelnder Bürgermeister. Hey, interessant. Hey, Goal. Ho-ho-ho-ho-hol. Aufwachen. Interessant. Sie schläft tief und fest. Ausgezeichnet. Tja, ich... Gizmo hat meine Philosophie unterbrechen. Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten helfen, wenn sie erst einmal wach ist. Ich bin da jetzt ein klein wenig wieder vergrätzt. Ich hatte ja sowas von gehofft, dass wir in dieser Folge ein bisschen mehr erleben und nicht wieder 20 Minuten lang rumrennen und einfach nichts auf die Reihe bekommen. Weil das haben wir schon mehrfach getan. So baut... Es hat Wochen gedauert, mir das Plastik von der Haut zu pulen. Alles klar. Das muss nicht umge... Konzentrier dich, Rufus. Sie kann dir immer noch bei der...
Aber warum ist hier bitte schön die Tasche gehighlightet von diesem... Das schreit doch geradezu nach ein... Ich habe ihn nicht ge... Oder... Oh Mann. Hm. Kann ich vielleicht anzünden? Oh, aber Rufus! Mein Fehler. Ach, macht doch keinen Spaß. Das Erdmagnetfeld zu manipulieren fällt garantiert unter Amtsmissbrauch. Bei mir ist es okay. Ich bekleide ja kein Amt. Das Erdmagnetfeld... Bei mir ist es... Ich bekleide... Gizmo hat meine... Gizmo hat unterbe... Konzentrier... Sie kann die... Was zur ich Hölle kann man mit der Tasche machen? Hab ich... Oder... Oh Mann... Das muss nicht um... Das muss... Nima und Toni, das ist schon... Ich finde, ich... Au, jetzt blödes... Das muss... Damit kriege ich die Schlafmütze mit... Oder... Ich suche das... Das muss nicht um... Das ist schon mal... Ich finde, ich... Was zur Hölle? Er hat's doch gerade gesagt, das passende Schlüsselloch. Und wo bitteschön haben wir ein Schlüsselloch? Ja? Im Dingsbums, im Globus. Ja, das wäre lustig. Hä? Wieso tust du das nicht? Das wäre lustig. Ha, ich habe das Rätsel um das geheimnisvolle Emblem gelöst. Schade, dass keine Geschichtsschreiber hier sind, um diesen Augenblick zu bezeugen. Jetzt bin ich ja gespannt. Andererseits, es reicht wohl, wenn ich Ihnen die Kurzfassung erzähle. Ha, ich habe das schade. Andererseits. Was ist jetzt passiert? Nichts. Nicht einmal dem Vorschlag. Okay. Ich habe das... Schade, dass keine... Andererseits... Ich habe das... Schade, dass keine... Andererseits... Muss rein... Gott sei Dank bin ich ein Gesch... Verdammt! Ich habe doch einen Dietrich. Warum ist das nicht das perfekte Werkzeug? Das wäre lustig. Ich verstehe absolut gerade nicht, warum das Spiel jetzt nicht das macht, was ich ihm sage. Nehmen wir halt hier den Bohrer. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Ein Wasseremblem. Nicht schade, dass... Andererseits... Das bringt ja auch nichts. Ha, ich habe das... Schade, dass... Andererseits... Ich würde mich ja gerne in die Schublade legen. Also, das Erdmagnet für keinen Grund nach... Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Diese Technik ist voll... Eines der wenigen Ferrum bezahlen, ich weiß schon. Nächster, bitte! Hey, du! Aufwachen! Junge, Junge, den hat's aber... Ich versteh's nicht. Ich versteh es einfach nicht. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Ja, es ist das Zeichen für Wasser. Ha, ich habe das schade, dass... Andererseits... Ja, da reizt du wirklich die Kurzfassung aus. Ha,
Ich habe schade. Also wenn das schon so anfängt, dann weiß ich das definitiv nicht. Ha, das ist schade. Noch. Andererseits. Nein, ernsthaft? Was ist denn das? Ein Geheimnis? Ernsthaft? Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Schrankschlüssel. Damit kann ich ein dann bestimmt... Schlüssel? Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Hm. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Ich bin mir fast sicher, dass damit der Schlüssel aufging, dass da das versteckte, das klare Wasser drin ist. Das ist unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Schnaps. Der Duft erinnert mich an etwas. Dads Aftershave? Der Duft Dads Aftershave. Mal Schublade zu, ob wir auch durchkommen. Das schmeckt wie der Hustensaft, den mir Dad immer gegeben hat, wenn ich zu laut war. Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Cool. Dann nichts wie raus hier und ab zu Lonzo. Er hatte irgendwie so ein bisschen im Urin, dass wir diese Folge noch irgendwas schaffen würden. Auch wenn ich, glaube ich, die ersten 15 Minuten nicht dran geglaubt habe. Aber, ja, wir haben jetzt das Wasser. Das wir jetzt in den Tank schütten. In den Tank damit. So, alright. Das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, du hast recht. Dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espressoversum! Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Oh mein Gott. Was für ein Atom in Kerndruck? Ja? Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Okay. Aua. What? Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen. Ja, ich glaube auch. Jetzt haben wir den stärksten Espresso der Welt. So. Jetzt müssen wir natürlich nur noch Goal wecken und dann haben wir unser Ziel erreicht. Wortwitz. Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Weißt du, ist gerade schlecht. Ich komm später, okay? Ich glaube, ich sollte mich so ein bisschen vom Acker machen. Okay, alles klar. So. Jetzt habe ich entsprechend den Espresso. Wie
natürlich die Frage. Der Papagei ist ja auch. Ich speichere vorsichtshalber mal. Alles klar. So. Wir müssen natürlich erstmal einen Versuch machen. Hey, du! Aufwachen! Geht doch, Schnarchschnabel. Haben wir noch genug übrig? Haben wir. Perfekt. Dann bitte einmal zu Goal. Und ob der Espresso funktioniert oder nicht, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Ja, ich mach's spannend, ich weiß, es tut mir leid. Und darum werde ich jetzt auch die Aufnahme beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für euer Verständnis. Bye und tschüss.